Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Rebel Galaxy. Wir sind auf dem Weg zur Station, wo wir Juno antreffen werden, bei Isbahan. Oder Isbahan ist die Station oder der Planet. Eins von beiden wird richtig sein. Und da müssen wir, glaube ich, unser Schiff auch besser mal wieder reparieren. Die letzte Schlacht hat wieder, die letzten beiden haben wir ein bisschen an unserer... Da ist hier so ein riesiges Trümmerteil uns im Weg. Ist ja auch immer wieder der gleiche Mist. So. Jetzt aber mal ran ans Schiff. Ja, viel haben wir nicht abbekommen. Wir können den Scarab holen, aber den will ich eigentlich haben. Ich hätte lieber den Dravius. Der wirkt auf mich ein bisschen ausbalancierter als der Scarab. So, was hat Juno uns zu sagen? How's it going, kiddo? Have any luck? Hm, da gibt's etwas, womit du mir helfen könntest. Also Trey, die künstliche KI, denkt, sie kann außerhalb des Systems Fragmente scannen, aber dafür braucht sie sowas wie, was Hexite heißt. Hexite ist pretty volatile stuff, and it's outlawed in most systems around here. That said, I do know somebody. Ja, also es ist irgendwie, glaube ich, outlawed, ist illegal oder es ist relativ nicht verfügbar in den ganzen Systemen. Aber sie kennt wohl jemanden und ich war mir natürlich sehr sicher, dass es so sein wird, dass sie jemanden kennt. Pre-Civilization, they were burrowing critters, and Spacelight never took it out of the blood. Point is, if you want an obscure element, you want to talk to a Murath. Murath. Murath, das sind doch die, die wir immer abschießen. Go and see Trag Jansen from the Caldera Mining Consortium. He's a cantankerous old bastard and not easily intimidated. That's why he might have what you're looking for. Na, wo werde ich denn finden, diesen Trag Jansen? Out system, so it isn't exactly nearby. Here, let me mark it down for you. Ja, danke. Die sagt mir nämlich, wo ich den finden kann. Name Sparrow. You're looking for a hired gun? I got a surplus militia gunship with a few special modifications. Capital class guns for one thing. She isn't exactly... I may be young, but I know my way around. I'm more pilot than you're ever gonna need. Good to be working with... So, nehmen wir den mal mit. Oh, hier konnten wir die ganzen Organe loswerden. Das hat gut Geld eingebracht. Ich weiß, ich könnte auch hier ein paar Sachen verkaufen und ankaufen, aber ich bin einfach nicht der Händler. Oder soll ich doch mit dem Scarab fliegen? Nee, ich hole mir die Heavy-Fregatte nachher. Stellar Map. Ich hätte mal eben... Ja, wir schauen mal ganz kurz wegen... noch ein paar Missionen, um... Geld ranzuschaffeln. Ranzuschaffen. Achso, da steht auch Distance, One Jump. Möchte ich aber nicht, möchte nicht... rumspringen im Moment in dem System. Stellar Map. Engines at maximum. Stalking. Och nö. Jetzt aber. Da hat man Beschleunigen als Andocken gesehen. Target locked. So, da ist die.
Nettes Gunship. Sieht aus, wenn die Raketen hat unter Deck. Beziehungsweise unter dem Schiff. Geil wäre, wenn ich auch irgendwie Jäger mitführen könnte. Mit meinem Schiff. So wie das anscheinend andere haben. Also Fighter und Jäger, die ich dann rausschicken kann, um den Feind anzugreifen. Aber es wird das Spiel vielleicht ein bisschen von der Balance zerstören. Nebula interference detected. Diese dämlichen Nebel. Na, kriegst du denn? That's a bogey down. That's a kill. Danke. Eigentlich wollte ich nur die Cargo aufsammeln, beziehungsweise das, das Metall. Anscheinend hat mein Hyperdrive einen ziemlich nervösen Finger aktuell. Ich hole jetzt mal alles weg, was außerhalb des Dings ist hier. So, dann haben wir den auch. Auf zu den nächsten. Ah ne, das war ein Trümmer. Ich dachte schon, da drin ist ein großes Schiff, aber es sind nur ein paar kaputte. Und den nächsten. Genau, nimm das ruhig mit. Scannen wir nochmal und auf zum nächsten. Hüpf, hüpf, hüpf. Drei, zwei, eins. Haben wir den auch? So, jetzt gehen wir mal da rein, weil da haben wir nämlich diesen Iron Claw. Dauerfeuer! Vor allem ist das die Rasse, mit der ich mich nachher noch auseinandersetzen muss. Weil die mir dieses Material besorgen kann, womit meine künstliche Intelligenz diese Deep Scans durchführen kann. So, mal gucken, falls nach dem schon Feierabend. Ich würde mir gerne mal so ein Kommandoschiff hier bauen. Also beziehungsweise hier so mein Arbeitsbereich umbasteln. Das sah so aus, als wenn ich im Raumschiff sitzen würde. Das wäre so geil. Aber leider ist alles mit Kosten verbunden. Ich bin zurzeit total abgebrannt. Genau, jetzt könnten wir da den Mist abliefern, aber kümmern wir uns zuerst mal um die andere Mission. Mein Trinken ist fast alle. Ich brauche neues Trinken. Es tut so weh.
gib mir neues, neues Trinken. Trinken tut mir doch so gut, weil ich am meisten aus Wasser bestehe. Oh, das ist meine Zusatzmission. Also nicht meine Zusatzmission, sondern meine Hauptmission. Und das Risiko sehr hoch eingestuft. Deshalb sollte ich das vielleicht noch nicht angehen. Wir müssen wirklich erst unser Schiff verbessern. Na, guck mal, hier kriegen wir schon 600 Credits fürs Erforschen vom Junkyard. Hey, you up for another job? Got something that might interest you. There's a spot we can meet. I'll hang around a while in case you feel like a client. Dieser Zerstörer erinnert mich an sehr schlimme Zeiten. Aber immerhin haben wir diesmal... Boah! Weg! Ich dampfe ein bisschen an der Seite. Deshalb, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Gunships. Okay, dass da Cargo liegt. Nämlich Raketen. Na, immerhin scheint mein Wingman ganz viel Spaß zu haben, damit den großen Zerstörer anzugreifen. Sehr schön, die Zerstörer sind erwischt. Zeig, was du drauf hast. So, ich muss gerade gucken, da ist nämlich Container. Kann auch sein, dass wir nur den Container ausräumen müssen, obwohl... Dafür hängt der eigentlich zu weit weg vom Signal. Ich glaube, hier vorne das Signal war für... Genau, Ordinance Crate. Für Munition, die wir nicht brauchen. Ich hole mal eben die ganzen kleinen anderen noch mit. Tja, aber den... Oh mein Gott, die nimmt den alleine auseinander. Hier ist rein, ich beteilige mich am Kampf nicht und der ist schon auf 25% oder 30%. Das macht alles nur die Wingman-Tante. So, wenn noch ein bisschen Ehre da ist, dann helfe ich dir jetzt. Du hast die Vorarbeit gemacht und ich hole den Rest aus dem raus. Da hast du echt gut gemacht.
Der hatte mein letzter Typ, dieser komische Roboter, nicht gemacht. Ja, Meat Koufax, der hat zwischendurch mit uns geredet, wo wir hier am Kämpfen waren. Habt ihr vielleicht mitbekommen, da hab ich erst gedacht, der Gegner hat aber ganz schön viel zu sagen. In Wahrheit gar, dass der Typ, der hier irgendwelche Nebenmissionen uns in den Rachen schmeißen will. So, mal eben hier was antworten. Ups. Zurück. Wenigstens ist das Springen recht schnell. Collision warning. Stellar map. Accelerating to sublight. Wie viel Geld haben wir? 300.000. Wir könnten das größere Schiff kaufen. Die haben nicht mal Bounty. Warum soll ich mich mit denen anlegen? Für ein bisschen Loot, den die dabei haben. Ich überlege gerade, was mache ich hier? Ach so. Wir sind richtig. So. Ja, Dravius oder Scarab? Ich entscheide mich erstmal für den Dravius. Ja, da verändert sich ja erstmal nichts. $55.000 aber noch übrig. Dann könnten wir doch bestimmt. Na, die Partikelkanone ist so teuer. Dann mach mal die MK2 Pulskanonen auf die anderen beiden. Ich habe im Moment keine andere Wahl, weil irgendwas muss ja rein. Transportmission für 62.000. Hihi, neues Schiff! Neues Schiff! Von hinten sieht's hässlich aus! Egal. Wir warpen und dann testen wir das vorne mal. Ich muss gerade mal gucken, wo meine ganzen Geschütze sind. Zwei on top. Keine Ahnung, warum der unten dieses Ding hat. Tja, meine erste Heavy Fregatte.
Du bist hässlich. Ich werde mit dir leben, weil du hast mehr Feuerpower. Well, well, look what we have. Don't give up too easy. Tja. Fängt schon gut an. Ach, da oben drauf ist einer von den Ionengeschützen. Ich sehe auch meine kleinen Geschütze feuern. Ach so. Ich glaube, jetzt weiß ich in etwa, wo meine Geschütze alle positioniert sind. Werde ich ja eh nochmal ändern. Talking's over. That all depends. Hope you like. Dann halt nicht. Ich wollte ihm noch die Chance geben, zu überleben, aber so. So, da sind noch zwei Schiffe. Das ist aber nur ein Privateer und das andere ist auch nur ein kleiner Korean. Ja, so stelle ich mir sowas vor. So, dann gehen wir noch zu dieser Kampfmission da vorne. Ich überlege ein bisschen schon, wie ich den bewaffnen sollte letztendlich. Klar, jetzt haben wir erstmal ersatzweise die normalen Geschütze drauf gebaut, weil die auch eine relativ hohe Reichweite haben. Dann treffen die wenigstens irgendwas zusammen mit den Lasern. Aber wenn ich alles auf Laser umbaue, ich könnte auch alles auf Mining Laser umbauen. Weil Mining Laser machen 100 Penetrationen in Schilden und in Hülle. Und dann kann man einfach mit denen kämpfen, aber hm. Dafür muss man halt relativ nah ran. So, da haben wir auch schon mal eine Fregatte und die sieht aus wie eine schwere Fregatte. Und die schießt gerade meine Schilde runter von der Seite. Aber wir haben auch seine Frontschilde schon auseinandergenommen. Auch wenn wir jetzt an der Seite festkleben. Ah, da kam die seine Breitseite zweimal. Oh oh. Jetzt sehe ich gerade, dass das der Iron Claw hier neben mir ist. Obwohl, so dicht würde ich vielleicht nicht an mich rangehen. Weg, 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 weg!
hatte mich meine Seitenpanzerung erwischt. Noch 84%. So, jetzt haben wir den Arsch erstmal. Vor allem, wie das Spiel jetzt meint, das wäre ein mittelmäßiges Risiko. Wow. Na toll, da sind drei Stück von. Lasershow einfach. Oh, erzähl mir das doch nicht. Nein, 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 ich explodiere! Nein! Ah. Da müssen wir an der Stelle starten, wo wir vorhin aufgehört haben. Ja, Freunde der Spiegeltour. So ist das Risiko auch mal da. Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rebel Galaxy, in der Hoffnung, dann ein bisschen besser abzuschneiden. In dem Sinne, bis dahin, ciao, euer Doc. Fuck.